Ab 23. Juli könnte die Maske komplett fallen, stellt Kanzler Sebastian Kurz erneut in Aussicht. Sollten die Neuinfektionsraten niedrig bleiben, könnte es weitere Lockerungen geben, sagt jetzt auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Bereits im OE24-TV-Interview hat der Gesundheitsminister klargemacht, dass er noch nicht sagen kann, wie die Lage Ende Juli sein werde. Immerhin verbreitet sich die Delta-Variante massiv in Europa. Wir können uns diese Öffnungsschritte ab 1. Juli jetzt leisten. Das ist das ist eigentlich eine ziemlich einhellige Meinung der Experten, aber äh, Sie haben vollkommen recht, es ist nicht vorbei, äh, Covid-19 ist nicht vorbei ähm, und wir müssen uns darauf vorbereiten, was dann im Herbst ist und was im Herbst ist, wird nicht unwesentlich damit zusammenhängen, wie wir uns jetzt äh, über den Sommer verhalten, wie viel geimpft wird. Vor allem die Masken sorgen intern für Kontroversen. Die ÖVP verweist auf niedrige Infektionszahlen, zumindest in Supermärkten, Apotheken und Öffis, will mückstein mund nasen aber beibehalten. Kurz scheint hingegen, wie letzten Sommer, sie überall kippen zu wollen. Gestern wurden erstmals wieder unter 100 neue Corona-Fälle und endlich auch kein einziger neuer Todesfall registriert. Vor genau einem Jahr wurden etwa 20 neue Corona-Fälle gemeldet. Es ist aber vor allem die weit infektiöse Delta-Variante, die den Experten Sorgen bereitet. Katharina Reich, Chief Medical Officer im Gesundheitsministerium, erklärt gestern dann auch, dass sie skeptisch sei, was das Aus für Masken im geschlossenen Bereich betrifft. Die Reisesaison Steigert die Gefahr der Ausbreitung der Delta-Variante. Daher will sie die PCR-Tests österreichweit ausweiten. Derzeit testet nur noch Wien viel mit dem Goldstandard, während die übrigen Bundesländer vor allem auf Antigen-Tests setzen. Zudem will Reich auch PCR-Tests für Reiserückkehrer anbieten. Nur so könnte man rechtzeitig erkennen, ob die Delta-Variante importiert würde.